Schurken. Die von den Zweifeln größer gemacht als die Dinge war vom Dinge der Haar. Die Dinge macht für die nächsten Sounds. Die richtigen Mittel ebnen einen den Weg in die Charts. Und ich greife in meine Hosentasche rein. Da drin muss irgendwo ein Stückchen Schokolade sein. Wie gesagt, laber mich nicht zu, bitch. Verdammt, ich esse hier. Also, warum muss ich das probieren? Ja, du darfst auch gerne mal von meinem Weg probieren. Aber mich nicht schon, verdammt, ich esse hier. Geh nicht in Park. Sonniger Tag, fünf Weg und ich sah. Liebe Lust, gerade okay, würde ich sagen. Okay. Ich hatte schon mal weniger Spaß. Da kommt Revi zu ein Erich an. Aluhut, Fahrrito. Definitiv Verschwörungstheoretiker. Er kommt mir ran, brief mich an. Chemtrails, alles da, wie Michelle Obama und Ebola. Die Liebe der Medien und Wikipedia. Mächtige Familien, Reptiloide, World Trade Center. Doch das sind zufällig eben genau die Thematik. Lieber, die ich einfach nicht mehr reden mag. Und ich greife in meinen YouTube-Beutel rein. Da drin muss irgendwo noch eine Truthahnkeule sein. Wir sagen, laber mich nicht zu, bitch. Siehst du doch, ich hab zu tun, Frisch. Laber mich nicht voll, verdammt, ich esse hier. Es wäre besser, wenn du das jetzt respektierst. Nein, du darfst auch gerne mal von meinem Riss probieren. Laber mich nicht voll, verdammt, ich esse hier. Ich kann keine von den Vollidioten leiden. Weil die alle ihre Rolle übertreiben. Weil die alle ihre Rolle übertreiben. Weil die alle ihre Rolle übertreiben. Wow, wow. Warum ein paar Minuten aufgemacht? Merkel! Ihr habt noch nicht so schnell dazugelernt. Ich möchte bitte da vielleicht so ein bisschen mehr, so ungefähr 17 Mal so viel. Könnt ihr einmal kurz, ich sag's mal so. Der Name ist Programm. Theresa Schlagzeug stark an! Fuck, ich hab's verkackt! Die erste Ansage ever. Theresa Stark an den Drums! Das letzte Mal durfte ich auf diesem wunderschönen Festival im Jahr 2016 spielen. Ich fand es sehr, sehr schön und dachte, ich komme bald wieder. 2019 hatte ich dann eine Platte, mit der ich dachte, jetzt schaffe ich es, ich komme wieder aufs Southside und aufs Hurricane. Und dann hat irgendein, ich kann es nicht anders sagen, irgendein Arschloch hat nach Fledermaus den Kopf abgebissen. Und dann konnte ich jahrelang nicht wiederkommen. Aber jetzt endlich habe ich es geschafft. Mit anderen Worten, wir haben sehr lange auf diesen Moment gewartet. Sehr schwierig hier mitzuklatschen. Aber ihr schafft es, ich glaube an euch, es geht so. Du musst zur Arbeit gehen, vielleicht ist Cent gespart. Dann gehst du irgendwann ein Auto, dann kannst du zur Arbeit fahren. Ab und dann in Urlaub, im Jahr so ein, zwei Mal. Dreimal die Woche Sport, alle vier Jahre zur Wahl. Sei immer nett zum Chef, nach dem Grund wird nicht gefragt. Du musst doch mit dem Hund raus, ein paar Runden drehen im Park. Die Haufen hebst du auf, sonst musst du noch was bezahlen. Die Leine fest, der Maulkorb auf, was das für ein Hundeleben hat. Einmal in zwei Jahren lässt du dich durchchecken beim Arzt, beim Zahnarzt einmal im Quartal, damit du auch immer strahlst. Es ist ziemlich sicher, dass du alles richtig machst und dein Versicherungsberater versicherte dir das. Du wartest, du wartest, du wartest, du wartest so lang. Du lernst nicht für die Schule, sondern für das Leben danach. Und dann kam das Leben danach und hatte ein Leben danach. Man legte dir nahe, dass du besser mal ein paar Karrierepläne machst. Und das hast du dann gemacht, hast deine Lehrjahre verbracht. Die meiste Zeit hast du gehasst, doch auch das.
das hast du geschafft. Und jetzt hast du einen Beruf, dem gehst du nach, jeden Tag. Jeden Morgen stehst du auf für dein Lebensamt. Doch manchmal wirst du wach und du weißt nicht, wo du bist. Und du weißt nicht, was es ist, aber dass du was vermisst. Das Ende kommt am Ende, vielleicht viel schneller als erwartet. Eines Tages bist du tot und hast dein Leben lang gewartet. Du wartest, du wartest, du wartest, du wartest so lang. Zu uns ganz nach da hinten, es wird fett. Macht's gut, viel Spaß noch. Ja, Raphael Leonine, der war wirklich einfach hier. Könnt ihr bitte noch einmal lauter sein für Raphael Leonine? Ich wusste selber nicht mal, dass er kommt. Also das war gut, aber ihr wusstet nicht, dass er kommt. Das reicht doch schon. Oh, ist das schön. Oh, wie schnell die Zeit vergeht. Es fängt an, es hört auf. Mittlerweile die Midlife Crisis mit Mitte 30 und zwischenzeitlich ein klitzekleines Burnout. Aber alles im grünen Bereich, ja, normal und der übliche Scheiß. Ja, man will alle gefallen, doch alles in allem noch kein Grund, um müde zu sein. Nein, zieh dir das rein, ja, alles hier vorbei, es ist vorbei. Alle wollen immer so verschieden sein. Nachts sind wir dann wieder gleich. Ach, wie gut, dass niemand weiß, kein Führerschein. Aber ab und dann lass ich mich navigieren zu einem Ziel, zu einem Ziel. Und dann, wenn mir jemand sagt, ich hab ein Ziel erreicht, gestern noch fresh hatte aus auf Montel. Was hab ich verloren, als er außer mich selbst ein rauschendes Fest? Ja, die meisten meiner Feinde sehen aus wie ich selbst. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Kein großes Ziel im Leben, nur nicht so wie ihr zu sein. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Sie haben ihr Ziel erreicht, aber nachts sind wieder und wieder gleich. Alles geht vorbei, Autobahn, alles verschwimmt. Alle sind drin, genug Sprit am Start, um geradeaus zu fahren. Drück aufs Gas. Seh doch, wie wir in die Brücke fahren. Aber nochmal Glück gehabt. Nach über 10 Jahren die Karre meiner Mom zurückgezahlt. Heute über 100 Klicks im Jahr. Alles ging vorbei. Aber ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da. Wenn ich wollte, könnte ich schlafen, doch ich bleib wach. Bleib wach! Bin ein Beifahrer beinahe. Bis ich einfach einschlaf. Tausende Lichter, tausend Gesichter mit tausend Geschichten. Jede Nacht dieses diffuse Gefühl, mal nach draußen zu müssen. On und on, Song für Song, noch kein Plan. Aber irgendwann komm ich an. Ja, irgendwann komm ich an. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Kann ich euch einmal hören? Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Alles geht vorbei, alles geht vorbei.
Frage, könnt ihr noch? Ich kann die Antwort nicht so richtig deuten. Ich glaube, da waren ein paar Neins dabei. Ich frage nochmal zur Sicherheit. Also ernst gemeinte Frage jetzt. Nicht so ironisch wie sonst immer. Könnt ihr noch? Es ist Donnerstag, ich bin auf Peter. Wie konnte das passieren? Ach so, ich lebe in Berlin. Als ich jünger war, war ich jeden Tag clean. Jetzt bin ich etwas älter und bin nur nicht mehr ein Team. Ich hab etwas da, ich hab wenig da. Ich hab Keter und Kuka und Essen. Zeig der Typ mit den großen Pupillen und der Dose von Pillen vor ihm auf dem Esstisch. Gar nicht mal so lange her, da hätte ich dann nicht gewusst, wovon der redet und hätte womöglich gedacht, jeder, der wie ich die letzten Monate lebt, hat Drogenprobleme. Was ist nur passiert? Ich hab nur mal probiert. Yeah. Doch hier, ich mache das gar nicht so oft. Diesen Satz sag ich momentan oft. Aber ist nur ne Nase und ist nur ne Phase, da mach ich mir doch keinen Kopf. Ey, Superman, ich muss nicht mehr schlafen. Wochenende an Werktagen, Sonnenschein an grauen Herbsttagen. Mit dem Hoverboard über Teerstraßen. Superman, ich muss nicht mehr schlafen. Niemand muss direkt Pferd sagen. Werben muss ich mehr ertragen. Trotzdem hab ich jede Nacht Herbstraßen. Alle ziehen, alle ziehen. Alles zieht vorbei, ziehst du mit, sind wir ein Team. Weit, weit weg, fühlen sie besser, kleine Krieg. Aber wir tun nichts außer diese Euphorie. Ey, ey, ey! Alle ziehen, alle ziehen. Alles zieht vorbei, ziehst du mit, sind wir ein Team. Weit, weit weg, fühlen sie besser, kleine Krieg. Aber wir tun nichts außer diese Euphorie. Von der Bühne, alles ist schön auf Adrenalin. Adrenalin. Ich wäre viel lieber da oben geblieben. Vom Glück bis vor sowas Amphetamin. Mittwochabend in Bochum. Meine Band geht direkt im Bus zu pennen. Ich hab noch keine Lust im Bus zu pennen. Ich hab Lust in einem Techno-Club zu rennen. Jetzt stehe ich in einem Techno-Club. Was mache ich in einem Techno-Club? Ich hasse doch eigentlich Techno-Club. Ich glaub, dass ich immer auf Toilette muss. Wir legen uns in unseren Arm. Familie für nur einen Arm. Liebe geht durch den Magen. Ich weiß von niemandem hier seinen Namen. Morgen ziehe ich dann wieder, ich bin morgen fühle ich mich damit in die Halle vor. Aber heute fühle ich mich noch wie Michael Jordan. Ja, Sorgen auf Teile sind geteilte Sorgen. Niemand will wissen, wo es herkommt. Aber kein Billigshit, ja. Hab ich Dopamin gebraucht, hab ich Kokain gekauft und die Kokain verkauft. White Privilege, ja. Wir reden so dumm aneinander vorbei in so schöner Euphorie. Und irgendjemand führt irgendwo genau deswegen einen Krieg. Mein letztes Mal ist lange her, in weit kam ich gar nicht klar. Immer der Nase nach Gott bin ich froh, dass es wirklich alle ziehen, alle ziehen. Alles zieht vorbei, siehst du bitte, wer ein Team. Weit, weit weg, finden sie besser, wenn ein Krieg. Aber wir führen nichts aus diesem Euphorie. Yeah.
Rapper wegen ihr Männer, so wie Genghis Khan. Genghis Khan? Aber so ne Penner wie Till Lindemann. Yeah, ich mach Kinderkram auf Instagram. Jetzt schaffen die einfach den nächsten Job, ich werd auch so gerne hingegangen. Ja, irgendwann. Immerhin gibt es auch Doppelbuch raus. Immerhin. Ja, jeder muss irgendwie sein Doppel bezahlen. Bin das nur ich? Und dann wird die Stimme langsam aggressiver. Ich dachte ja immer, meine ganze Generation ist so weit depressiver. Ey, lustige These, nichts zu erzählen, doch das muss ich erwähnen. Mein größtes Luxusproblem, ich hab nur Luxusprobleme. Mit 15 Jahren war ich ein kleiner Weißer mit Blacklocks. Ich frag mich manchmal, wie viel peinlichen Scheiß mach ich jetzt noch? Ey, was? Meine Rebellion besteht darin, dass ich bei den richtigen Themen immer dagegen bin. Wie soll ich die Welt ändern, wenn mich schon so viel an mir selbst hört? Die anderen haben nur gesagt, ich soll nur auf mich selbst hören. Hör nur auf mich selbst, haben die anderen gesagt. Haben alle anderen gesagt. Hör nur auf mich selbst, haben die anderen gesagt. Das haben die anderen gesagt. Hör nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt. Haben alle anderen gesagt. Hör nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt. Ja, das haben die anderen gesagt. Du hast dich zu früh gefreut. Das muss bestraft werden. Wir machen noch einen Strafbauspiel. Tut mir einen Gefallen. Bitte geht noch ein einziges Mal. Ein letztes Mal. Alle auseinander. Alle auseinander. Kurz das letzte Mal. Alle auseinander. Die Sonne kommt raus. Wie wunderschön kann alles sein. Ein letztes Mal. Alle auseinander. Alle auseinander. Als wäre ich ein Polo. Geht's wirklich allen gut? Allen geht's gut, ja? Das war ein sehr schöner Moshpit, das waren generell sehr schöne Moshpits. Ich muss sagen, sie haben mir gut gefallen. Sie waren auch relativ divers, mir ist aber jetzt gegen Ende doch aufgefallen. Ich möchte es nicht zu sehr problematisieren, aber mir ist schon aufgefallen, es gab so ein bisschen Testosteronüberschuss. So ein bisschen. Und einer in Deutschland trinkt so. Genau, und das ist völlig cool, du hast dich gefreut, du hattest eine gute Zeit, aber jetzt habe ich eine kleine Idee für dich und alle anderen. Atzen, ich gender in diesem Falle bewusst nicht, also alle Atzen. Wir wollen noch mal einen Moshpit machen. Wirklich der letzte, versprochen. Ich habe noch nie gelogen, ist wirklich der letzte. Aber mit einer kleinen, klitzekleinen Regel für alle Jungs, für alle Männers. Verpisst euch. Können wir mal einen Moshpit machen für alle Ladies, alle Girls, alle Twinters, die bisher vielleicht keinen Bock hatten. Kann ja sein, ich will nicht für euch sprechen, aber kann sein, dass man keinen Bock hat, bei dem Test so Dinge zu machen. Okay, ihr wisst, es geht so. Alle auseinander, alle auseinander, als wäre es ein Pulle und ihr werdet ein Haufen Tracker. Alle auseinander, auseinander, auseinander. Like it just don't care. Mitten in die Menge rein, das ist gar nicht schwer. Denn es gibt keine Abschlussregel mehr. Es gibt keine Abschlussregel mehr. Alle aufeinander, like it just don't care. Mitten in die Menge rein, das ist gar nicht schwer. Denn es gibt keine Abschlussregel mehr. Girl.
Der eine besoffene Herr mit dem Hut hat es, glaube ich, einfach nicht verstanden. Nehmt es nicht übel. Der hat es, glaube ich, wirklich einfach nicht verstanden. An dieser Stelle möchte ich einmal Popcorn in die Crowd schmeißen, weil ich es bisher vergessen habe. Seid ihr bereit für den letzten Song? Wir haben nur noch eine letzte Frage. Ihr dürft euch jetzt gendermäßig wieder vermischen. Ja, also ist gar kein Problem. Vermischt euch, kommt noch einmal nach vorne. Wir gehen noch einmal in den Schlamm. Wir haben noch eine letzte Frage. Wenn wir fragen, wo seid ihr, dann sagt ihr nicht auf dem Southside Festival. Das wäre zu lang und außerdem können Deutsche nicht das TH aussprechen. Ich schaff's ja selber nicht. Das sagt ihr also nicht. Ihr sagt auch nicht, wir sind irgendwo in Neuhaus ob Eck in der Nähe von Tuttlingen. Das wäre zu lang, das passt nicht in den Takt. Wenn wir also fragen, wo seid ihr, dann gibt's nur eine richtige Antwort. Und die lautet, wir sind im Modus! Okay, geht. Sie folgendermaßen. Na, seid ihr schon im Modus? Modus? Wir sind im Modus! Wir sind im Modus! Wir sind im Modus! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Sam, du Brangelina, krieg ich den Preis für das schlechteste Wortspiel des Jahres? Hier mit Dan ist wieder. Wir sind im Modus, wir gehen auf Tour. Zweiter Block, ich hab keinen Bock, aber das ist deines Job. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich wohne, denn ich bin immer am Grill. Gespräche im Tubus und lieber Til Schweiger. Aber Til Schweiger, mit dem Leben neben den Tag reden und Quatsch. Til Schweiger, sag mir, was du von mir hältst. Verschiedene Werte. Was geht es um Hube und Herze? Hube so, Hube so, Hube so, Hube so, nicht der Gäste, Hube und Sohn als Rodrigo und Pferde. Im Endeffekt mach ich mein halbes Leben lang Studenten, Raptor, Familien an der Vorlesung. Weiß jetzt nicht auf Korn und Drum mit einem Akkordeon und durch Talkshows rum. Ich weiß alles und ich sage dir was. Wenn ich zu wenig verrate dir was. Nicht jeder Fan von Freiwild ist ein Nazi. Wir sind im Modus, wo bist du? Heute ohne Jusen. Deine Mutter sind auf TikTok. Ich muss die Zeit überbrücken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag im Schlamm. Ihr habt sehr gut durchgehalten. Danke, dass ihr da wart. Es war uns eine gottverdammte Ehre. Mein Geld bin ich hier nicht dran. Irgendeine dumme Bitch ist dran. Es ist Jusel. Ich sag what up. Er sagt, du bleibst meinen Platz, zeig dich an. Schläge auf, kein Empfang. Meine Talks, aber ich bin leider blank. Und ich hab noch diesen Mädel, um mal klar zu kommen. Gut beschwerden, gibt es doch die Kommentation. Alle diese Kinder stehen auf Kostag und Kostport. Please gucken, nehmt keine Tickets. Fuck y'all, diese beiden Typen sind auf Tour. Truckstop, schon geblättert, dicke Asche, Blut und Faktor. Okay, macht noch einmal einen Kreis. Ich hab bisher immer gelogen, aber es ist wirklich das letzte Mal in dieser Show. In dieser Show. Auf die anderen Bands hab ich keinen Einfluss. Wir sind im Modus. Wo seid ihr? Wir sind im Modus. Wo seid ihr? 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 Wir sind im Modus, 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 im Modus, im Modus, im Modus. Ich hab keine Ahnung, wo ihr. Wir sind im Modus, 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 Modus. Wir sind im Modus, Modus, Modus.
Das hier ist eine Disco-Nummer, wie es Menschen in meinem Alter sagen. Ein Disco-Tune. Ich mach die Seiten da nochmal an. Die Sonnenbrillen setzen wir auf. Es geht so. Steht im Club, ja. Sieht ziemlich nice aus. Aber bei die Schuhe. Nee, scheiß drauf, es geht nice aus. Alles Eis auf. Bestell einen Drink, nee, schmeiß die Runde. Ich hab mich rausgeputzt. Und du bleibst ein Kunde. Geborener Rockstar. Trinke Otto Mohl Vodka. Ich komm alles umsonst, ja. Auch wenn ich keinen Bock hab. Eis will beschmelzen. Ich mach den Riesling leer. Ich hab ein gutes Gefühl, ja. So vom Feeling her. Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl. 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 Sitz im Lamborghini. Es geht noch viel schneller. Es ist ein Tramezzini. Büffel Mozzarella. Ich bleib auf dem Teppich. Aber nur auf dem Boden. Ihr seid alle so schön. Das gehört noch verboten. Nazis auf der Straße, ja. Und auch da im Bundestag. Nur nicht auf diesem Festival. Ich zahle mit paar Hundertern. Ich leih mir einen E-Scooter. Und fahr vor dein Zelt. Ich glaube, das wird eh super in dieser wunderbaren Welt. Das war's von uns, aber wir wollen nicht gehen, ohne das zu machen, was man machen muss. Und zwar mit euch gemeinsam, alle zusammen, in die Knie, in den Schlamm. Wir gehen runter. Sehr schön. Wir gehen runter. 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 Bis zum nächsten Mal. Und komm nach Hause. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark signal. What a wonderful world. Warte, schwarz hier.